Was hat der Mann aus der Bastelgarage heute vor? Der will das Schwimmbecken aufmachen, also die Folie abmachen und die ganze Solaranlage ans Laufen bringen. Okay. Schauen wir mal. Im Garten schützt die aufblasbare Hülle den Pool vor den Widrigkeiten des Winters. Dann wir erstmal den Stopfen raus und lassen mal die Luft ein bisschen raus. Eine elektrische Pumpe hilft, die Luft aus der Hülle komplett herauszuholen. Die ersten Frühjahrsbesucher haben ihr Netz gespannt. Im Pumpenhäuschen laufen alle Verrohrungen, zum Beispiel für die Reinigung des Wassers und Verteilung des Wassers in die Solaranlage, auf einem Punkt zusammen. So, als erstes müssen wir das Ventil hier wieder einbauen. Dieses Ventil öffnet oder schließt die Solaranlage zur Erwärmung des Wassers, je nachdem wie die Außentemperaturen sind. Warum hast du das überhaupt ausgebaut? Damit das im Winter ist da Wasser drin stehen geblieben und damit das Ganze nicht friert und die Anlage zum Platzen bringt. Darum habe ich das ausgebaut. Das heißt, die Anlage wird auch zum ersten Mal aus dem Winterschlaf wieder rausgeholt. Genau. Dazu müssen wir jetzt wieder alles, was wir im Herbst abgebaut haben, schön wieder zusammenbauen. Und hoffen, dass die Anlage auch dicht ist. Genau. Hier kann man das eigentliche Herzstück, nämlich die Pumpe als solches, die zu der Anlage passt, sehen. Die aufblasbare Winterschutzhülle wird auf einer Rolle aufgerollt, um diese vom Pool herunterzuholen, weil das sonst am Wasser kleben bleibt, die Hülle. Werfen wir einen kurzen Blick ins Wasser. Das Wasser ist relativ klar. Es hat kaum Eintrübungen vom Überwintern. Die Hülle liegt nun zum Trocknen hier in der Sonne, wird danach zusammengefaltet und bis zum Herbst, bis zu ihrer weiteren Verwendung, eingelagert. Ja, und jetzt gehen wir raus aufs Dach, um die Solaranlage einzustellen oder anzumachen. Und schaut euch das mal an. Schalten wir einmal die Pumpe ein, um die Dichtigkeit des Rohrsystems zu überprüfen. Dies ist der erste Probelauf. Ja, wir haben jetzt ein kleines Problem, und zwar sind die Rohre auseinandergegangen, und zwar zwei verschiedene PVC-Arten. Die haben sich wohl nicht richtig miteinander verbunden, sind im Winter dann durch die Kälte wahrscheinlich auseinandergegangen, und das müssen wir jetzt mit einem Spezialkleber wieder zusammenkleben. So, hier ist das Ganze undicht. Hier ist noch der alte Kleber. Was machen wir da jetzt? Das machen wir jetzt erstmal trocken und dann werden wir das mit dem Kleber neu zusammenkleben. Die alten Klebereste werden so weit wie möglich entfernt, die Klebeflächen leicht angeschliffen und mit einem Spezialreiniger sauber gemacht und danach erneut verklebt. Der Kleber ist nach ca. 5 Minuten fest und nach einigen Stunden komplett durchgetrocknet. Der Poolroboter, eine Art Staubsauger, reinigt Boden und Wände selbstständig. Hier original Unterwassertöne des Roboters.
Die Reinigung erfolgt auch ein Stück über der Wasserlinie, das heißt im Bereich des oberen Beckenrandes. Die dunklen Flecken auf dem Boden sind Blätter vom Herbst vergangenen Jahres, die vom Poolroboter natürlich mit eingesaugt werden. Der Poolroboter fährt nach eigenem Fahrplan, das heißt, er sucht sich seinen Weg alleine und fährt die komplette Fläche des Beckens selbstständig ab. Jetzt müssen wir nur noch die Leiter einhängen und eigentlich kann es jetzt schon fast losgehen. Und das ganze Video ist eigentlich hergestellt worden, um euch mal zu zeigen, was ich so neben der Bastelgarage alles noch mache. Dass die Folie ist abgenommen, das Wasser nachgefüllt. Mittlerweile habe ich den Chlor- und pH-Gehalt des Wassers geprüft. Und wenn ihr möchtet, gibt es dafür alles eigene Videos. Ich verlinke die mal unten drin. Könnt ihr euch gerne anschauen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche zu einem weiteren neuen Video, natürlich dieses Mal aus der Bastelgarage. Und damit sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.